Hallo liebe Kampfsportfreunde, Zeit für Fight Manager TV und heute geht's ums Profiboxen. Er ist jüngster Profiboxer Europas 2015. Saubere Kampfbilanz, 18 Kämpfe, 17 Siege, ein Unentschieden. Er boxt im Supermittelgewicht und 2017 bekam er die Ehrung mit einem Hercule Newcomer des Jahres German Boxing Awards. Der Löwe aus der Pfalz, herzlich willkommen Leon Bauer. Da kommt der Kämpfer, jawohl, der Newcomer 2017, nimmt doch bitte Platz. Yes. So, ist doch auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, die Zeit fliegt, wirklich die Zeit fliegt. Gestern gefühlt 20 gewesen, vorgestern 18 und ist schon ein paar Jährchen her, wenn ich zurückdenke, ist mittlerweile, ich glaube, es sind fast sechs Jahre, als ich Profi geworden bin. Und Ja, ich habe es gesehen, genau, du bist ja jüngster Profiboxer Europas. Ja. Ich glaube, Sauerland hat dazu mal auch dich als jüngsten Profiboxer überhaupt unter Vertrag genommen. Ich war der jüngste jemals lizenzierte Profisportler im europäischen Raum. Und das war dann der erste Eintrag in die Geschichtsbücher und lief bis dahin sehr holprig, sehr gut, teilweise auch, sage ich mal, etwas schwierig, aber wir haben uns durchgeboxt, wie man so schön in unserem Jargon sagt. Genau. Du hast auch in Amerika geboxt, den legendären MGM Grand, und hast auch gewonnen. Ja. Also wie waren die Erfahrungen da? Also das war wirklich, ich muss es oftmals, erst als ich wieder zurück in Deutschland war, habe ich angefangen, das zu realisieren. Weil man muss überlegen, ich war zu dem Zeitpunkt noch 17 und noch in der Schule. Ich habe mein Fachabi gemacht nebenbei. Das heißt, ich bin mittwochs angereist, donnerstags Pressekonferenz, freitags wiegen, samstags Kampf, sonntags heim, montags Schule. Das ist ja Wahnsinn. Und der Jetlag, der hat mir so die Füße weggezogen. Und das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, vor allem wenn man zum ersten Mal über See im Amiland ist, dass eine ganz andere Kultur, ganz andere Menschen sind und dann auch dann ein also die ganz Euphorie, anderes gell? Volk. Klar, natürlich, wenn man überlegt, weißt du, dass dann auf einmal 16.000 Menschen, ja, dort für den Klacks ist nichts Besonderes, ist, da strömt dann rum und diese Stimmung und auch, sag ich mal, das Volk, ja, die Amerikaner, das ein sehr begeisterungsfähiges Volk, ja, die feiern dich. Wir haben, als wir dort trainiert haben, direkt Leute im Gym kennengelernt, die uns mit aufs Wiegen begleitet und sowas. Die auch diese Gruppendynamik, die es dort entwickelt hat, die war echt phänomenal. Aber das kommt bei denen aus dem Gefühl und aus dem Herzen ein bisschen auch, oder? Ja, die machen das dann wirklich gerne. Und zumindest kam es so bei uns an. Und das war wirklich eine wirklich unglaubliche Erfahrung. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht allzu lange dauert, wieder in die Staaten zu gehen. Das wäre nicht schlecht. Das sind auch deine Ambitionen. Ich denke mir, dass du, wie gesagt, 2017 wurdest du ja auch geehrt. Ja. Da standst du auf der Bühne mit Leuten wie Klitschko etc. Wie war das da? Das war auch, ich habe natürlich, Klitschko ist einer meiner, sage ich mal, der Vorreiter, wo den Weg geebnet hat, auf dem ich heute gehe. Deswegen bin ich jedem Einzelnen dafür sehr dankbar. Ja. Und versuche natürlich halt auch den Weg weiteren Ehren zu gehen und, sage ich mal, meine eigenen Fußstapfen irgendwo mit draufzusetzen. Und ich glaube, das habe ich bisher, glaube ich, ganz gut gemacht. Und, aber ich bin ja, wir fangen ja gerade erst an. Ja. Ich bin jetzt 22 Jahre jung und wir haben jetzt, sage ich mal, durch die auch Corona-Zeit war ziemlich holprige Zeit, aber wir haben alles eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle, dass sobald wir das Go kriegen, wir Boxdeutschland schön übernehmen können und hier ordentlich, sage ich mal, für Furore sorgen können. Absolut. Und du kämpfst ja auch nicht nur gegen irgendwelche, normalen Profiboxer, ich will das jetzt nicht werten, aber du holst dir auch schon richtig gute. Also ich glaube, da war Toni Kraft, du hast dann aber gegen den Eltern geboxt, oder? Genau. Eigentlich hätte ich ja schon zwei, drei Mal jetzt auch, wie letztes Jahr, gegen den guten James Kraft, ja, heißt ja auch nicht so, aber ihn kämpfen sollen, aber er hat dreimal abgesagt. Und, das ist ärgerlich am Schluss, oder? Gut, er wird wissen, warum. Sein Bruder ist einmal dafür eingesprungen. Ja, und, aber das ist oftmals diese Internet-Rambos, wo dann halt nur im Social Media sagen, glänzen können. Ich so, dann zieh doch deine Handschuhe an. Ich bin still, ich hab Stil, ich mach mein Ding. Ja. Und lass gerne meine Fäuste sprechen. Und such halt auch die Herausforderung. Ich bin halt ein Vollblutkämpfer und ich liebe es, die Herausforderung zu suchen. Und langsam, wo ich jetzt, sag ich mal, in die Richtung von meiner Primetime gehe, wenn ich so guck, okay, wie viel es sich in den letzten ein, zwei Jahren auch kräftemäßig, ja auch belastungstechnisch bei mir und meinem Körper getan hat. Und wenn ich dann langsam denke, okay, wie viel sich jetzt schon getan hat und wenn ich dann mal 24, 25 bin. Wir hatten einen amerikanischen Sparringspartner, der Duffy Smith, der hat zu mir gesagt, you're a little baby boy. Ja, er hat gesagt, du bist noch ein Baby, also warte noch, bis deine Zeit kommt noch und zwischen 25 und 30 wirst du sehen, entwickelst du Kräfte, wo du jetzt mal noch gar kein Vorstellungsvermögen hast, inwieweit die reichen können.
ohne. Da freue ich mich einfach drauf. Also physisch und mental wird, ja, kommt ja dann, natürlich. Das findet ja irgendwann schlussendlich auch den Zusammenschluss, oder? Definitiv. Und das sieht dann, sage ich mal, die ganzen Rädchen von all der Muscle Memory, die man über Jahrzehnte ja schon als Kind dann vorbereitet hat, dann alles wie Zahnrädchen ineinander geht und man das dann optimal umsetzen kann. Und ja, das ist natürlich dann... Aber es ist gut, dass du das so siehst, weil ich denke mir, wir haben uns auch im Vorfeld schon unterhalten, Deutschland braucht einfach wieder gutes Boxen. Also nicht, dass wir das nicht hätten. Ja, wir haben die Leute am Start, aber da stimmt es irgendwie mit Paarungen nicht, oder? Gar nicht. Es ist halt, wir leben halt in einer ganz neuen Zeit und viele nutzen diese Zeit, weil du wirst mittlerweile mehr an deinen Social-Media-Zahlen gewertet, wie an deinen Leuten, die du geboxt hast. Und es lässt sich auf, weil die wenigsten Menschen erkundigen sich oder haben einen Blick hinter die Kulissen. Ja. Und automatisch kannst du den Leuten was ganz anderes verkaufen, wie es in Wirklichkeit ist. Und das machen sich halt sehr viele zunutze. Und deswegen sehr viele Skandale oder oftmals, wie man oftmals sagt, Fallobstgegner etc. etc. Da gibt es einen Haufen Kandidaten. Soll jeder machen, wie er denkt. Ich meine, okay, weißt du, dann soll er da ein bisschen auf Profiboxer spielen, alles drum und dran. Die Leute, die wirklich Vollbootcamper sind und die anstreben, okay, und die Herausforderungen suchen, die wissen, wo ihr Platz ist, die wissen, wo sie hinwollen und die wissen auch, wo es lang geht, ja, und automatisch ist es halt schwieriger, diesen Weg zu gehen, definitiv, weil er halt eben schwieriger ist, schwierige Gegner und auch das zu planen, zu strukturieren, ein Kampfsportler oder einen Sportler an den Markt zu bringen, ist eigentlich wie ein Geschäft aufzubauen, das dauert ein Jahrzehnt, bis das Konzept, bis das Team, bis alle Strukturen mal stehen. Genau. Und wenn die dann halt aufgebaut sind oder wenn die im Aufbau sind, dann braucht es einfach Zeit, braucht Ruhe, braucht Muße und dann kann man das wirklich auch ordentlich zum Laufen bringen, definitiv. Was können wir machen, dass du sagst ja, Anführung, Schlusszeichen, Fallobst. Ja. Das sind trotzdem auch Boxer und die kämpfen, aber könnte man da vielleicht so einen Mechanismus einbauen, dass solche Leute, die sich dann auch Profiboxer oder Boxerin nennen, dass das auch wirklich kontrolliert werden kann. Und wenn dann halt jemand so in den Ring steigt, ist er selber schuld, wenn er aufs Maul bekommt, blöd gesagt, oder? Was meinst du? Im Endeffekt vom Tag ja. Der Punkt ist nur dadurch, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland guckt, okay, es gibt, sage ich mal, Sportinstitute für Fußball, für Basketball, für Tennis, aber Boxen, sage ich mal, du brauchst, Boxer kann jeder werden, Profiboxer kann jeder werden, der 18 Jahre alt ist und in einem physisch guten Zustand, Punkt. Und das macht es halt sehr viel schwierig, weil oftmals, wenn man Profifußballer, da hat man einen Vertrag und ist bei einem Verein. Mhm. Aber ein Profiboxer, das heißt nicht, dass man einen Vertrag hat oder Geld verdient, sondern man nennt sich einfach nur Profiboxer. Diesen Namending. Und man müsste erstmal feste Strukturen schaffen, meiner Meinung nach, dass man sagt, okay, dass man das eine von dem anderen trennt. Dass man sagt, okay, nur wer diesen Weg einschlägt und bereit ist, dann auch im Ranking, ja, im World Ranking, sich dann auch zu platzieren und auch diesen Weg zu gehen, der wird dann entsprechend kategorisiert und alles andere bekommt dann halt einen anderen Namen, wo er dann abzuwerten ist, ganz klar, ja, weil man das eine von dem anderen halt natürlich trennen muss. Und die Spreu vom Weizen Profibox zu trennen, würde auf jeden Fall schon mal für sehr viel Verbesserung, für sehr viel mehr Klarheit sorgen, weil wenn ich jetzt vorne in die Tankstelle gehe, dann treffe ich zwei Leute, die nennen sich auch Profiboxer. Kanadampf in diesem Sinne, ja. Klar, und das macht halt in der jetzigen Zeit sehr schwierig, weil zu viele Fehlinformationen meiner Meinung nach auf dem Markt sind. Und hier dann halt für viele Leute, sag ich mal, viele Laien, die nur das sehen, ja, was im Endeffekt im Ring passiert, dass zu viele Fehlinformationen vorher und nachher dann geliefert werden, automatisch dann keine Durchsicht mehr. Verstehe. Ist, okay, was ist da jetzt überhaupt passiert? Wer war der Gegner, wo kam er her, etc.? Ist aber nicht auch, wie soll ich sagen, es soll doch auch ein Anspruch sein einer Veranstaltung, nennen wir sie jetzt, keine Ahnung, SS, Boxen im Norden, Boxen im Osten, Universum, das sind alles super, super Veranstaltungen eigentlich. Man hat nicht so viele Chancen, ein Boxevent auf die Beine zu stellen. Also man ist nicht jedes Wochenende Fußball, sondern einmal im Monat ist vielleicht mal ein Event. Und wenn man Pech hat, finden gleichzeitig alle drei gleichzeitig statt. Ja. Also jeder hat ja die freie Wahl, ein Event zu machen. Klar. Aber da muss es doch, das sollte doch auch ein bisschen eine Verpflichtung sein, dass man einfach da guckt, dass die Fightcard einfach stimmt und spannend ist, oder? Definitiv, definitiv. Da stimme ich dir voll zu. Wichtig wäre halt hier auch, dass halt einfach eine gewisse Struktur da ist, ja, dass konstant Boxen gebracht wird, dass auch die Leute boxen, ja, die wirklich Potenzial haben, ohne die eine bessere Fetterlist-Wirtschaft im Rücken haben und oder bessere Connections etc. Aber da ist ja oftmals das Problem, dass nur weil, sage ich mal, Mami und Papi vielleicht einen guten Status haben, ich vielleicht dann, okay, vor jemandem bin, der mich aber vielleicht im Ring auseinandernehmen würde
und das dann, okay, oder weil ich halt famed bin, zum Beispiel im Social Media. Mhm. Aber da ist halt die Zeit, der Umschwung, das, was heute passiert, wäre vor 20, 30 Jahren niemals möglich gewesen. Und entsprechend, neue Zeit, neue Regeln, muss man auch gucken, dass man in dieser Zeit zurechtfindet, okay, was gibt's Neues, was kann man machen, was kann man nicht machen und hier dann vielleicht auch sich zu separieren, ja, und dann auch regelmäßig Boxen zu bringen, regelmäßig Qualität an Kampfsport zu bringen, ja. Weil der Zuschauer dafür ist da. Ja, die Leute, die Boxen schauen wollen, ist da. Die Leute, die kämpfen können, sind ebenfalls da. Nur aber der Weg stimmt vielleicht noch nicht. Genau. Das Paket stimmt noch nicht. Ja. Ja. Veranstaltung, zu viel Schieberei, zu viel gekauft, zu viel Unseriösität. Was zu viel nicht sein müsste, oder? Genau. Aber dann würde man es sich ja schwerer machen. Dann würde man es sich ja automatisch schwerer machen, wenn man gegen richtige Gegner kämpfen würde. Und dann würde es für viele Leute dann auf einmal eine Karrieregenickbruch sein. Und das wollen natürlich viele nicht. Was jetzt in anderen Ländern, wir haben ja auch im Vorfeld mal darüber gesprochen, in anderen Ländern nicht so schlimm ist. Also da wirst du, es kann passieren, dass du verlierst, aber kommst vielleicht stärker zurück. Der Punkt ist, jeder von uns, jeder, der irgendwas macht, hat schon mal verloren. Jeder. Und wenn ich morgen verlieren werde, dann wäre das für mich in Ordnung. Punkt. Weil es gehört für mich mit dazu. Aber die Leute haben einen ganz anderen Bezug zum Verlieren, weil einer mal besser war. Ja. Ja, das ist völlig normal, dass irgendwann irgendeiner kommt, der besser ist als man selber, ob das früher oder später ist oder ob man vielleicht in einer schlechten Tagesform, Fassung war etc. Klar. Hat schon so viele Phänomene gegeben und das ist menschlich und jeder Einzelne von uns ist menschlich. Ja? Und hier ist oftmals das Problem, dass Niederlage und dann Karriere vorbei, alles drum dann. Natürlich ist es wirklich sehr ärgerlich und kann auch teilweise auch, sage ich mal, sehr karrierekippend sein oder für sehr viel Unmut in einem selber sorgen, wenn man Klar. verliert, ja. Aber ich finde einfach, das macht halt einen Kämpfer aus. Ein Kämpfer macht weniger aus, okay, wie viele Siege er auf dem Konto hat, sondern wie sehr er, egal wie stark der Gegenwind ist, er es trotzdem glaubt, dass er es reißen kann. Und das ist auch spannend, weil du hast ja auch ein eigenes Gym, wie heißt das nochmal? Ja, wir haben unser eigenes Gym in der Südpfalz. Und wir haben es ursprünglich, es hat verschiedene Namen, die einen so, die anderen so. Mein Vater hat dem guten Laden damals Kämpferwerkstatt Hatzenbühl. Hört sich gut an, ja. Hat das gegeben. So. Und weil bei uns keine Boxer geformt werden, sondern Kämpfer. Und beim Kämpfen geht's, Kämpfer ist man mit Herz oder man ist es halt eben nicht. Und ja. Das war unsere Philosophie hinten dran und automatisch hat mein Vater dem Ganzen den Namen gegeben. Aber das heißt jetzt auch so. Ja, klar. Also man findet es auch so, natürlich haben wir einen Verein drüber laufen wollen, eine sichere Schule e.V. Ja, oder ja, Boxclub ja. Hatzenbühl etc. Es hat viele verschiedene Namen, ja. Aber genau, so dann. Du hast was Interessantes gesagt, auch mal, dass Leute in Sparring gehen und meinen, sie müssen gewinnen. Ja. Völlige Katastrophe in Deutschland. Das ist wirklich die Leute, es zählt, wenn der Vorhang aufgeht und es ist Showtime. Ja. Dann zählt es zu performen. Im Gym, man hat gute Tage, man hat schlechte Tage, man hat ein blaues Auge, man hat eine blutige Nase. Geht langsam an. Fertig. Aber in Deutschland zählt es nur, okay, ich muss jetzt ein Video machen, um mich im Instagram zu pushen, ja, und zu sagen, okay, ich mache jetzt 30 Sekunden Sparring und da gebe ich Vollgas, ja, und habe dem anderen aber gesagt, dass wir locker machen und nach 30 Sekunden gehe ich aus dem Ring raus, habe aber ein Video gemacht, weil mein Cousin hat ein Video gemacht, ja. Und jetzt kann das Internet hochladen und kann dann natürlich rum erzählen, dass ich dem und dem, der diesen Status hat, ja, sag ich mal, auf die 12 gehauen habe und im Sparring 30 Sekunden mal kurz auseinandergenommen habe. Aber das ist natürlich, die Leute auf Social Media sehen nur das, was du sie sehen lassen willst. Und automatisch kann ich sie das glauben, was ich sie glauben lassen will. Und das ist unsere Gesellschaft aber auch mittlerweile. Und das macht es zum Problem, weil viele Leute sich dann denken, hey, guck mal, ich muss doch gar kein Kämpfer sein, um mich als Kämpfer darzustellen. Mhm. Und automatisch sind die Leute mittlerweile bessere Schauspieler geworden als alles andere, weil sie es genau so hinstellen können auf Social Media, wie es in Wirklichkeit gar nicht ist. Aber sie wissen nicht, wie es ist, wenn dann die Muffe kommt und sie vor wie vielen Leuten hast du in Amerika gekämpft? Da, in der Halle haben, glaube ich, 16.800 Menschen reingepasst. Da zieh dir das mal rein. Ich meine, das ist ja schon, was für ein Druck. Und es geht jedem so. Egal, ja. Ob du schwer oder leicht bist, es geht jedem so. Und jeder könnte weinen vorher und jeder muss vorher auf Toilette, ja. Aber das ist halt einfach, das gehört dann einfach dazu. Es gehört dann einfach dazu, ja. Entschuldigung, nur jemand, der dumm ist, ist nicht nervös. Jemand in Kampf, jemand sich mit jemandem zu messen, der mindestens genauso stark ist wie man selber. Das zeigt für mich, von wer da reingeht, hat für mich schon als Mensch, als gewonnen, Person oder? Gewährt. Ja. Gewonnen. Ja. Und wird für mich auch so gewertet. Aber, und das ist halt, kommt ja auch der Spruch, wer kämpft, der kann verlieren.
Aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und wenn viele Leute es so hinstellen, wie als ob sie kämpfen würden, aber nicht richtig gekämpft haben, dann sind es einfach nur für mich sehr schwache Individuen, die einfach nur sich irgendwas nutzen machen wollen, um sich selber besser darzustellen, aber gar keine Basis dafür da ist. Ja, vielleicht fehlt da auch die, wie soll ich sagen, das Ansehen, aber das ist, ich bin immer, mit dem Alter kommt auch ein bisschen so die Weisheit und ich sage auch immer, dass immer jeder ein bisschen einen Sinn dahinter hat, was er tut und lässt oder so, aber ja, Kampfsport ist schon auch, hat auch mit Kultur zu tun und wie du sagst, Kämpfer, Kampf, Kämpferin und ja, es geht einfach zusammen dann und ich denke, man muss unterscheiden eben zwischen Training, Sparring und Event. Also, und man definitiv, man hat einmal alles, was vor dem Kampf ist, ja, sag ich mal, hinter geschlossenen Türen, es geht nur um alles zurechtzurücken, ja, um für den Kampf, für die Showtime ready zu sein. Und da hat man gute Tage, da hat man schlechte Tage und das gehört völlig dazu. Und da braucht man auch ein professionelles Umfeld, ja, was einen dann stützt, was einen dann leitet, was einen motiviert oder was aber einen auch rausnimmt, wenn man merkt, okay, es ist gerade too much. Ja. Und dieses, das, was ich vorhin gesagt habe, dass das wie ein Unternehmen ist, was man aufbaut, das muss man entwickeln, um sich auch in einem richtigen professionellen Umfeld dann auch im Endeffekt dann zu bewegen. Und wenn das dann stimmt, ja, und man auch die Leute dann, sage ich mal, aussortiert, wie ja, unsere, wie haben wir das vorhin genannt, Keyboard Warriors, ja, hat sich gut an, wo dann nur im Social Media gut Welle machen können und sich dann nur in 30 Sekunden Sparring präsentieren können. Aber mit solchen Leuten, mit den Leuten, die haben bei mir im Gym gar nichts verloren. Wenn so einer kommt, alles drum und dran. Ja, wir haben schon Leute, die sind dann gekommen, wir wollten ein Sparring machen, alles drum und dran und ich bin stets offen für Sparring und ich messe mich auch gerne auch im Training, alles drum und dran. Und dann kamen schon gewisse Leute und auf einmal kamen drei S-Tassen vorgefahren und auf einmal 20, 25 Leute und jeder hat Kamera mit dabei gehabt und sowas, wo ich mir gedacht habe, Digga, was geht ab? Ich hab den Ring dann gewartet, um Sparring zu machen. Ich so, was soll das hier? Machen wir hier gerade eine Mondenschau oder was? Wir können alle direkt mal eure Sachen packen und wieder heimfahren. Das ist für mich kein professionelles Arbeiten, weil ich bin hier, um zu kämpfen und ich bin hier, um zu trainieren und nicht, um da jetzt eine Mondenschau draus zu machen oder jetzt zu zeigen, okay, dass ich mit 25 Cousins kommen, die jeder von einem Handy in der Hand hat, um dann, sage ich mal, eine Minute Sparring zu machen. Es ist unsere Gesellschaft ein bisschen. Also von dem her, ja, was soll ich sagen. Wie sieht es eigentlich aus mit deinen Eltern managen dich da, oder? Also ich habe einen Manager, beziehungsweise einen Management-Hintergrund. Ja. Das ist ein Pool von Leuten. Meine Eltern, sage ich mal, die haben war mit die wichtigste Rolle, weil sie mich halt einfach menschlich managen, sage ich einfach mal. Meine Eltern haben für mich einfach, für meine Persönlichkeitsentwicklung Vom Jugendlichen zum Mann gereift. Genau. Ist, kann man so ist sagen. Ist es nach wie vor ja. Ich bin meinen Eltern für alles unglaublich dankbar. Ohne meine Eltern würde ich heute auch nicht hier sitzen und so reden können. Ja. Und automatisch weiß ich, okay, dass meine Eltern sind meine engsten Ratgeber. Und auch wenn sie wissen, dass sie mich problemlos überall hinlassen können, ja, wissen sie trotzdem, okay, bei manchen Sachen, ey Leon, guck mal, Piano hier oder dort ein bisschen mehr Gas. Und genau, haben die eigentlich mit den wichtigsten Job, ja, weg vom Kampfsport natürlich auch die Beratung von meinem Vater, dadurch, dass er mein Headcoach ist, wegen Training, alles drum und dran. Und, aber die Persönlichkeitsentwicklung als Mensch für mich, ja, und diese beratende Funktion, weil es, das, diese Grenze verschwimmt ja oftmals ineinander. Man hat gesagt, okay, die Berater, okay, was geht in der sportlichen Schiene, aber wenn du, wenn es dir menschlich nicht gut geht, sag ich mal, ja, brauchst du, sag ich mal, dann performst du auch nicht entsprechend, aber wenn es dir vielleicht körperlich nicht so gut geht, du vielleicht nicht der Top-Erfassung bist, aber du bist menschlich optimal drauf, motiviert und sowas, kannst du besser performen, ja, wie wenn du vielleicht optimal vorbereitet bist, aber du hast da irgendwas im Kopf, was du gerade nicht rauskriegst und das raubt dir den ganzen... Es ist schwieriger, was im Kopf rauszukriegen, als irgendwie körperlich dich wieder zu deswegen, aufzubauen. Richtig, korrekt. Deswegen ist für mich, sage ich mal, Sport ein Punkt, wo der Kopf entscheidend ist. Wie sehr will man es? Wie weit kann man sich da fokussieren? Mhm. Selbst wenn du dich top vorbereitet bist, ja, was keiner ist. Es ist immer irgendwas schiefgelaufen. Okay, dort ist, jenes Zell, dies, das. Ja. Der Kopf muss einfach mitspielen. Und da habe ich, glaube ich, ein sehr gutes Umfeld, was sich da, sage ich mal, was mein Kopf und meine Seele ein bisschen streichen und auch mich darum kümmern, wo ich mich auch ein bisschen ausschlagen kann, weil ich halt auch ein sehr schwieriger und komplizierter Mensch bin in der Praxis. Aber die helfen da. Ich merke gerade nichts davon, aber ist gut. Ja, klar. Das darfst du dir jede und drei Wochen vor dem Kampf erlebt. Das macht nichts. Okay, alles klar. Wie ist das mit deiner Gewichtsklasse? Sehr interessant. Ja. Wir sprechen ja auch von einem Feigenbutz. Wir sprechen ja auch von einem, wie heißt der nochmal so schön? Der Sturm. Ja.
Das wären gute Duelle. Besonders definitiv. Jetzt bei Felix Sturm beispielsweise. Ja. Möchte ja gegen gewisse Leute, glaube ich, nicht kämpfen, habe ich gelesen. Ob das dann auch so ist, sei dahingestellt, wie sie das. Aber es wäre eigentlich auch ein optimaler Gegner für dich, oder? Auf jeden Fall. Also es hat mich ein bisschen enttäuscht, dass James Kraft das gegen Sturm kämpft, weil keiner von beiden hat mich gefragt. Ja, wie gesagt, James Kraft hat dreimal abgesagt. Letztens war letztes Jahr, Oktober hätten wir kämpfen, 17. Oktober in Düsseldorf. Und dann ist ihm einen Monat vor dem Kampf dann auf einmal eingefallen, er muss jetzt eine wichtige Nasen-OP machen, seit 2 Jahren. Oder ich weiß nicht, ob es noch länger ist, fordert er mich heraus. Einmal, das Mal davor, ist sein Bruder eingesprungen für ihn. Ja, und auf einmal kommt er mit, wir haben die Schlacht von Aberlich den Krieg. Also vielleicht ein bisschen weniger TV gucken, ja. Und vielleicht müssen wir den Vertrag unterschreiben, den auf dem Tisch liegen haben. Oder liegen lassen, beziehungsweise, oder in den Müll hat geschmissen, weil er gesagt hat, er will nur seine... sag ich mal, für sein Mundwerk oder seine Leute da, für den Zuschauer, die damit besänftigen. Und ja, die Leute stehen dann nicht zu ihrem Wort. Und in dem Interview ist schnell was rausgeplappert. Ja, und deswegen ist halt das oftmals das Problem. Was glaubt man, was stimmt und was stimmt dort nicht? Es ist schwierig. Und Felix Sturm, mega, ja, dass er wieder zurückgekommen ist. Die Frage ist, inwieweit, ich bin sicher, dass er nicht mal ansatzweise an das ranköpfen kann, was er hinterlassen hat. Und er war früher ein Mega-Fighter. Und den ich auch sehr gefeiert habe. Aber, also Respekt ist da, das ist wichtig. Definitiv. Das ist super. Anerkennung für seine Karriere, was er auf die Beine gestellt hat und sowas. Oder? Und auch was er in Vegas gegen Oscar De La Hoya gemacht hat, weißt du, da gibt es gar keine Zweifel drüber. Aber seine Zeit ist vorbei. Und ich kann es nur sagen, ich glaube, er weiß, warum er mich dann angefragt hat als Gegner. Und oder Sammy Feigenwoods. Ich habe mit Feigenwoods 4 oder 5 Jahre lang zusammen trainiert. Ja, bis dann irgendwann zu blöd war, habe ich nicht mehr getroffen, alles drum und dran. Und dann ist eine gewisse Zeit nach unten gewechselt. Ja, ich bin so im Mittel, er ist auf einmal im Mittel, alles drum und dran. Und der weiß auch, warum wir kein Sparring machen. Ich habe ja vor Monaten erst angefragt, alles drum und dran. So. Und die wissen Bescheid. Und ich bin noch, sage ich mal noch, mir fehlen noch 2, 3 Jahre zu meiner Prime, bis ich mal meine 24, 26 habe. Und dann kann sich Boxdeutschland richtig warm anziehen. Wenn ich bis dahin, ich bin jetzt schon fast die 1. Ja, ich glaube, das ist nach wie vor das interessanteste Matchup, was Deutschland hergeben würde, wäre Bremer und ich von dem Bremer. Bremer von dem halte ich richtig viel. Bremer ist ein klasse Boxer. Hat es auch schon seinen 40er, meine ich. Und, aber in dem steckt noch einiges drin, wo ich sagen könnte, das wäre ein richtig geiles Matchup. Aber ansonsten ist ja nicht mehr viel übrig. Ja, dann kaufen sie da mit Taschengeld da ihren Boxrekord. Auf einmal ist einer, der eigentlich hinter mir sein müsste, wieder vor mir und ich bin wieder 50 Plätze nach hinten und Das kümmert dich nicht so, ne? Null. Weil ich weiß, der Tag im Ring kommt. Payday kommt. Das ist gut, ich finde das schön, wie du das sagst. Ja. Und das ist irgendwie das auch Boxsport. Genau. Also das ist genauso, eigentlich soll es so sein, oder? Ein bisschen sticheln ist immer gut so. Alles hier, aber man soll dann einfach auch seinen Mann stehen oder seine Frau im Ring, oder? Ja, wär natürlich cool, wenn es hier, sage ich mal, wenn man mit der, das ist zum Beispiel, was mir gerade einfällt, wir haben vorhin drüber geredet, über, dass es Richtlinien gibt. Wer seinen Mann steht, darf sich Profiboxer nennen, das wäre doch um was. Wer wirklich auf Papier seinen Mann steht und gewisse Kämpfe annimmt oder halt auch, oder sausen lässt, der darf sich automatisch nicht mal Profiboxer nennen. Das ist eine Ehrengeschichte natürlich, klar, aber ich denke, dass du als Boxer und wenn du wirklich da oben mitwirkst, auch wenn du Leute herausforderst, dann, und die sind auch im gleichen Level, also auch gewichtstechnisch, dann soll man das doch immer annehmen. Das ist Kampfsport, oder nicht? Definitiv. Das ist Boxsport. Klar. Und hier ist dann aber halt auch der Punkt, dass viele Leute, sage ich mal, meinen, sich etwas rausnehmen zu können, was ihnen nicht zusteht. Ja? Dann natürlich auch die komplette Fehlorganisation, dass Leute mitmischen, die natürlich eigentlich gar nichts zu suchen haben. Falsche Informationen rausgegeben werden, alles drum und dran und dann fängt dieser ganze Teufelskreis an zu laufen und dann braucht man sich nicht mehr wundern, warum Boxen immer in den letzten Jahrzehnten immer mehr an an Hässlichkeit, Popularität verloren hat oder einfach so unseriös geworden ist. Ich kenne es ja noch aus den 80er, 90er Jahren, wo ich auch schon aktiv Boxen da bin ich aufgestanden. Dann Tyson geguckt natürlich. Oder Holyfield oder wie sie alle heißen. Natürlich. Und das waren, da hast du Gänsehaut bekommen. Über die letzten deutschen großen Boxer kann man ja streiten. Der eine findet es so gut, der andere weniger gut, was jetzt boxerisch auf die Beine gestellt wurde. Aber es wurde regelmäßig boxen, ob es Maske, Ottke, egal wie sie hießen. Und Zeit war aber die letzten 10 Jahre, das Boxen hat einfach sowas von an Popularität und Unprofessionalität gewonnen. Popularität verloren. Ja. Unprofessionalität gewonnen, weil viele Leute mitmischen, die gar keine Ahnung haben.
Warum gehen sie alle auf Nummer sicher? Die großen Veranstalter versuchen ja wirklich, das finde ich ja total cool, als Kampfsportfan, wieder die Sender für sich zu gewinnen. Natürlich. Aber die geben ihnen halt so wenig Chancen, dass es teilweise nicht möglich ist, zu zeigen, was wir eigentlich können. Wir sind ja nicht irgendwie ein Sportstudio, das jede Woche kommt und du sagen kannst, Sportstudio gucke ich seit eh und je. Ja. Aber wenn jetzt eine Kampfsportveranstaltung kommt, dann ist vielleicht einmal im Monat was. Und dann natürlich musst du zeigen, was du hast, klar, oder? Eben. Und das ist dann für mich auch der Punkt, weil es einfach zu viele Kandidaten gab, wo einfach halt auch sich als was Falsches ausgegeben haben, was sie sind, ob es die Namenswechselung ist, alles drum und dran. Ja? Und das sind lauter solche Geschichten, wo ich mir sage, okay, du willst deutsches Geld verdienen, ja, gibst einen deutschen Namen für dein deutsches Marketing, alles drum und dran, und dann auf einmal erweist du den Deutschen nicht den Respekt, ja, sondern sprichst auf deiner Muttersprache. Muss jeder selber machen, wie er denkt. Das ist jetzt wertfrei zu betrachten. Klar. Aber der Deutsche fühlt sich dadurch angegriffen oder respektlos behandelt und wird deswegen kein Box mehr gucken. Wie oft ist das schon im Kommentar auf Facebook irgendwo aufgetaucht, dass somit alles an Unseriosität verloren hat und nicht mehr das verkauft oder gezeigt wurde, was wirklich drin steckt, sage ich einfach mal auf gut Deutsch. Und das halt über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte hat halt alles, sag ich mal, so kaputt gewirtschaftet, dass jetzt halt erstmal wieder ein bisschen neuen Wind braucht. Einige Sachen sollten aussortiert werden. Und dann glaube ich, dass das deutsche Boxen wieder zu einem neuen Frühling erwachen kann. Ja, das sind abschließend auch wirklich schöne Worte, fast schon poetisch, sage ich jetzt mal. Schön, dass du da warst. Bevor ich dich aber jetzt hier entlassen werde, haben wir noch zwei Challenges. Du darfst dich entscheiden. Die erste wäre, du spielst Street Fighter gegen mich. Oh. Sehr schwierig. Ich bin immer Blanka sozusagen. Oder du boxt hier auf den Boxer drauf und schlägst den Rekord von Brazzo vom Bulldog Gym. Aha. Beat the Brazzo. Für was entscheidest du dich? Also ich werde Variante Nummer 1 nehmen, weil ich auch ein leidenschaftlicher Konsolenspieler bin und weil ich Brazzo seinen Rekord stehen lassen will. Liebe Grüße gehen dich raus, Brazzo, mein Freund. Wir spielen eine Runde Street Fighter. Sehr schön. Dann heißt es nicht Beat the Brazzo, sondern Beat the Ringsprecher Stefan. Here we go. Bis gleich. Ja, hallo liebe Kampfsportfreunde, wir sind wieder zurück. Jetzt wird gegamed. Street Fighter Leon Bauer versucht sich hier im Generationenkonflikt für uns. Ja, wir werden uns ordentlich battlen. Wir messen uns und du hast den Vortritt. Also ich nehme natürlich meinen Liebling. Wo ist er? Hier, Blanka. Und du hast? Ich brauche irgendeinen, der mir sympathisch aussieht. Oh Mann. Weißt du, warum ich den jetzt nehme? Warum? Eine Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, die hat mich immer Ken genannt. Okay. Von Barbie und Ken. Muss ich jetzt deswegen doppelt Angst haben, oder? Das werden wir gleich sehen. Warum? Also wir kämpfen auf jeden Fall in Indien. Ja, also viel Glück. Jawohl. Mist. Aber Blanka ist natürlich Maschine. Guck. Oh. So, jetzt musst du das zweite Game gewinnen. Blanka! Was ist los mit Ken? Vielleicht kann ich ja unsere Generation, wie soll ich sagen, noch die Ehre retten. Oh, jetzt, ja. Okay. We don't play games. Es kommt zum Showdown. Der Nächste entscheidet. Ah, der ist ja schon angenockt. Scheiße. Okay. Das war aber sehr tight, oder?
Ja, Gratulation. Ich war kurz gewackelt, bum, bum, und dann noch einen ausgepackt. Also ich habe, das ist genau das, was ich glaube, du mir als Boxer voraus hast. Er hat Sterne gehabt und dann hätte ich eigentlich sofort angreifen und finishen sollen, das Zeug, oder? Ja, gut. Dann bedanke ich mich herzlich. Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, super. Ich würde meinen, wir verabschieden uns gerade in die Kamera. Also hier hat leider nicht geklappt, obwohl schon Sterne gesehen hat, aber so ist es halt im Kampfsport. So. Deswegen würde ich meinen, wir verabschieden uns. Jawohl. Und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Haut rein. Viel Spaß, schaut es euch an und guckt Boxen. Supported Boxen. Boxen, und genau. Und Fight Manager TV. Fight Manager TV, wir bringen ein bisschen neues Leben rein. Haut rein. We'll be right back.